und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Rumbles Monday mit eurem Gabro. Wir haben festgestellt, dass unser Freund Matt am dritten Montag oder am dritten Tag in der Woche, so oder so ist es ja prinzipiell dasselbe, sich leider eingefroren hat und nun müssen wir schauen, wie wir vorwärts kommen oder weiterkommen. Kann ich nicht mal kurz nach Hause? Ich glaube, der Ofen ist noch an. Kann ich nicht mal kurz nach Hause? Ich glaube, der Ofen ist noch an. Glaube nicht, dass das unser Problem ist. Echt jetzt? Was, wenn mein Mitbewohner drauf geht? Solltet ihr nicht sowas wie Polizisten sein? Nö, wir sind nur Tatortermittler. Wir analysieren Blutproben, machen Fotos, suchen nach Fingerabdrücken. Verdammt richtig. Und weißt du, wenn's bei dir brennt, dann ist es eigentlich nur gut für uns. Wir lieben unseren Job. Und da sagen die Leute, ich sei seltsam. Ist was dran falsch, seinen Job zu mögen? Nur weil wir immer an Tatorten sind, umgeben von Leichen und Blut, heißt das noch lange nicht, dass wir die Bösen sind. Genau. Wir sind eben gern in der Gesellschaft von Toten. Na und? Alter, was zur Hölle? Was? Ich stimme dir doch nur zu, Mann. Wo ist da das Problem? Das Problem ist, dass wir wegen dir wie Psychos klingen. Ach, komm schon. Ich meine ja nur. Ja, aber wegen solcher Kommentare nennen uns die Leute Laborfreaks. So nennen die uns? Wenn Blutproben und sowas zu nehmen euer Job ist, dann seid ihr ja nicht wie normale Polizisten, oder? Was wäre euer Problem damit, wenn ich einfach gehe? Ihr braucht mich doch überhaupt nicht. Also außer ihr wollt nach Fingerabdrücken auf meinem Arsch suchen oder sowas. Spar dir das, Klugscheißer. So läuft das nicht. Wenn Sergeant Kramer uns einen Befehl gibt, befolgen wir den. Mit dem Bastard wollen wir uns nicht anlegen. Die sind, glaube ich, gar nicht. Also ich hatte mal vor einigen Folgen darüber spekuliert gehabt, dass sie so ein bisschen sein wie Mel Gibson und mir fiel dann auch der Name irgendwann wieder ein, Danny Glover aus Lethal Weapon. Nein, das sind, glaube ich, die beiden. Ich habe die Serie zwar noch nie gesehen, aber hier, wie heißt sie gleich nochmal? Psych. Ja, die sind ja auch dann so ein bisschen, aber ich weiß nicht, ich habe die selber noch nicht gesehen. Schreibt es in die Kommentare, wenn ich damit recht haben sollte. Warum nehmt ihr von dem Arsch überhaupt Befehle an? Das ist ein verdammter Tyrann. Seine Kombinationsgabe ist aber schon verdammt gut, oder? Kleiner, wir mögen ihn genauso wenig wie du. Aber du musst ihn auch nicht jeden Tag sehen. Dann lehnt euch halt auf. Auflehnen? Hey, ist schon klar, dass du hier einfach nur raus willst. Aber glaubst du echt, wir sind so dämlich? Sieht nicht so aus. Ihr dürft ja natürlich auch in die Kommentare schreiben, wenn ich natürlich nicht recht habe, ja? Hey, ich hab da eine Menge Eis draußen im Flur. Wollt ihr eins? Glaub, Gefrorenes hatten wir heute genug. Oh ja. Sicher? Ich hab Traube, Mango, Zitrone, ihr wisst schon, Premium-Sorten. Traube? Nett, nicht. Lass dich nicht von ihm einwickeln. Merkst du nicht, dass das nur ein Trick ist? Du bist hier also die Stimme der Vernunft, ja? Tja, du etwa? Scheint ganz so, ja. Was haltet ihr von seinem Abschiedsbrief? Mir tut das arme Mädchen leid. Wenn er sie so sehr liebte, warum macht er dann sowas? Ach, wer weiß. Liebe ist ein Mysterium. Wir werden es wohl nie erfahren. Vielleicht hat er den Ring verloren. Den Ring? Den Ring? Ja, seinen Verlobungsring. Hatte sie nicht gesagt, dass die beiden sich gerade erst verlobt hatten? Tja, und sie hat keinen Ring getragen. Sehr scharf beobachtet, Ted. Kommt schon, Leute! Ein Ring? Bullshit, wer würde denn wegen sowas Blödem Selbstmord begehen? Passiert ständig. Letzte Woche hat sich erst einer umgebracht, weil er seine Tacos, die er gerade erst geholt hatte, im Taxi vergessen hat. Die Leute tun sich das aus den verrücktesten Gründen an. Naja, ich glaube nicht, dass das hier der Fall war. Tja, also, das ist Sergeant Kramers Entscheidung. Ich könnte ihm das direkt persönlich sagen, wenn ihr wollt. Netter Versuch, aber wir warten einfach hier auf ihn. Nicht weglaufen, ich bin gleich wieder da. Ja gut, also hier wird natürlich nichts Spannendes passiert sein. Also werde ich jetzt nochmal, weil ich habe den Abschiedsbrief nämlich auch noch gar nicht gelesen. Ich habe endlich eine Entscheidung getroffen. Ich möchte allen danken, die mir geholfen haben, diesen Traum Wirklichkeit werden zu lassen. Nun kann ich sie endlich sehen. Die Zukunft beherrscht von Maschinen. Danke, Mutter, für den neuen Kühlschrank. Seine Gefrierkapazitäten sind unglaublich. Es tut mir sehr leid, Sally. Du hast diese Art Unglück nicht verdient. Ich hätte dir so gerne alles gegeben, aber ich habe den Willen zu leben verloren. Zumindest solange der Planet nicht von Maschinen beherrscht wird. Aber wie der gute alte Jules Winfield schon sagte, die Waffe in der Hand, der Pfad der Gerechten ist auf beiden Seiten gesäumt mit Freveleien der Selbstsüchtigen und der Tyrannei böser Männer. Gesegnet sei der, der im Namen der Barmherzigkeit, des guten Willens die Schwachen
durch das Tal der Dunkelheit geleitet. Denn er ist der wahre Hüter seines Bruders und der Retter der verlorenen Kinder. Ich will große Rachetaten an denen vollführen, die da versuchen, meine Brüder zu vergiften und zu vernichten. Und mit Grimm werde ich sie strafen, dass sie erfahren sollen, ich sei der Herr, wenn ich meine Rache an ihnen vollstreckt habe. Ezekiel 25,17. Auch hier mal wieder, ihr dürft mir gerne dabei behilflich sein. Ich kenne keinen Jules Winfield. Ich weiß nicht, wer Jules Winfield sein soll. Ob das irgendein Prediger sein soll, weil hier unten ist ja Ezekiel 25,17. Müsste ja Strophe 15, Vers 17 oder so sein, wenn ich mich nicht ganz völlig irre. Oh, guck mal, Bier. Ach, guck mal, vielleicht kann ich denen ja ein Bier anbieten. Das mache ich direkt. Sofort. Oh, Bier, 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 Bier. So, wer will ein kühles Blondes? Bist ein Lebensretter, Kleiner. Ja, das höre ich öfter. Obwohl die meisten Leute denken, ich sei einfach nur sarkastisch. Hey, mach sie wenigstens für uns auf. Das sind keine Schraubverschlüsse. Wir sind doch keine Superhelden. Ah, wie Superhelden sieht der echt nicht aus. Aber Matt genauso wenig. Und ich habe gesehen, wie er Flaschen mit seinem Ohr aufgemacht hat. Außerdem, der Gedanke zählt, oder? Nein, Kleiner. Alkohol ist, was zählt. Und der ist noch nicht in meiner Leber angekommen. Okay, okay. Ja, dann wollen wir mal, wenn hier der Kerl schon das mit Ohren aufmachen konnte, dann werde ich das doch bestimmt auch wieder hinbekommen. Vor allem in der jetzigen Situation. Tut mir leid, dass ich deine sterblichen Überreste entweihen muss, aber ich habe keine Wahl. Oh. Ich wusste, dass ich mich ein letztes Mal auf dich verlassen kann. Nein, der hat... Ich hab gesehen... Die Nase ist abgefallen und die Hand. Ich gehe... obwohl, ja, der wird wahrscheinlich morgen ja wieder tot sein. Auf eine andere Art und Weise. Von daher stimmt hey, das schon. Hat dir jemand Importbier gesagt? Nein, aber ich nehme trotzdem eins. Danke, Kleiner. So arbeitet man gern. Tja, hier gibt's nur feinste Qualität. Echt jetzt? Auf all die armen Bastarde, die den Januar durch Selbstmord zum besten aller Monate machen. Lieber nicht. Und auf all die verdammten Säufer, die jedes Wochenende freiwillig in der Leichenhalle enden. Und auf den Irren von letzter Woche, der mit seiner AK-47 auf den Glockenturm geklettert ist. Dann warte ich einfach noch was. Tja, dank dem hatten wir die ganze Woche zu tun. Oh, und nicht zu vergessen, unser guter Freund R., der alte Kerl, der alle im Altersheim vergiftet hat. Wie konnte ich den nur vergessen? Meine Hände haben immer noch diesen Alte-Leute-Geruch. Und dann war da noch dieser Typ, dem sein Wasserkocher um die Ohren geflogen ist, oder? Ja, tot. Vorgestern draufgegangen. Hölle. Hab ich dann nicht noch mal auf seine Gesundheit. Seine Gesundheit? Na gut. Dann eben sein Andenken. Egal, er kann uns eh nicht hören. Unbrauchbar. Oder doch? Fang gar nicht erst damit an, Ted. Wir sollten auch noch den Geist von dem Typen erwähnen, der gestern bei Claytons ins Gras gebissen hat. Im Ernst? Lass es. Wir trinken einfach nur auf den armen gefrorenen Teufel hier, okay? Okay. Auf den Gefrorenen. Auf den Gefrorenen. Lieber nicht. Ja. Auf all die armen Bastarde, die den Januar ich durch Selbstmord zum besten aller Monate machen. Die hören ja nicht auf zu labern. Oder? Und auf all die verdammten Säufer, die jedes Wochenende freiwillig in der Leichenhalle enden. Vergammelter... Ja. Und auf den Irren von letzter Woche, der länger. Mit seiner AK-47 auf den Glockenturm geklettert ist. Okay, also die hören nicht auf zu quatschen. Tja... Dank dem hatten wir die ganze Woche zu tun. Kann ich da nicht irgendwie in die... Mal gucken, ob es hier was in der Küche gibt. Er ist gefroren. Du hast es also endlich geschafft. Verdammter Irrer. Ich vermisse dich jetzt schon, Kumpel. Mal schauen, was es hier sonst noch Tolles gibt. Mit dem Ofen habe ich nichts zu schaffen. Vielleicht nochmal die Schublade. Ich krieg sie nicht auf. Kann ich denn vielleicht den Hammer nochmal nehmen für die Schublade? Ich kann nicht einfach alle meine Probleme weghämmern. Okay, dann halt nicht. Das lass ich mal. Ja, Matt und so. Da haben wir doch noch irgendwas. Hier ist ein Kaffeebecher. Die muss ich nicht nehmen. Jedenfalls nicht jetzt. Ach Gottchen, was könnte ich denn jetzt am besten machen?
Nutzlos. Das Ding ist schon lange hinüber. Wie komm ich an die... Auf all die armen Bastarde, die den Januar immer alle neben durch Selbstmord zum besten aller Monate machen. Ich bin zwar nicht abergläubisch, aber ich will den Spiegel trotzdem nicht zerbrechen. Und auf all die verdammten Säufer, die jedes Wochenende freiwillig in der Leichenhalle enden. Lieber nicht. Da geht's raus. Und auf den Irren von letzter Woche, fertig, der oder? Mit seiner AK-47 auf den Glockenturm geklettert ist. Wird mir jetzt auch Spaß machen, aber ich habe keine. Dank dem hatten wir die ganze Woche keine zu tun. Zeit. Oh, und nicht zu kann vergessen, dass der alte Kerl, der alle im Altersheim vergiftet hat. Wie konnte ich den nur vergessen? Meine Hände haben immer noch diesen alten Leutegeruch. Irgendwie und dann war da noch Bier anklicken kann, aber das geht genauso wenig. Ja, tot. Vorgestern draufgegangen. Hölle. Dann mal auch auf seine Gesundheit. Seine Gesundheit? Na gut. Dann eben sein Andenken. Egal, er kann uns eh nicht hören. Oder doch? Fang gar nicht erst damit an, Ted. Wir sollten auch noch den Geist von dem Typen erwähnen, der gestern bei Claytons ins Gras gebissen hat. Die würden mich erwischen, wenn ich versuche, durchs Fenster abzuhauen. Wir trinken einfach nur auf den angefrorenen Tor. Da habe ich jetzt gar nicht dran gedacht. Auf den Gefrorenen! Ich nehme den Kubus nicht mit, der hat genug gelitten. Zu riskant. Ja, aber die... Ja. Auf komm, das all die Bier muss ja Bastarde, irgendwann die auch den Januar durch Selbstmord zum besten Gequake, aller Monate machen. Ich habe ganze Zeit dieses Gequake auf dem Ohr. Das geht mir auf den Zeiger. Und auf Zeiger, all die ehrlich. Säufer, die jedes Wochenende freiwillig in der Leichenhalle enden. Okay, da war auf jeden Fall Raumdeo. Und auf den Irren von letzter Woche, der mit seiner AK-47 auf den Glockenturm geklettert ist. Wofür Raum... Ich habe doch Streichhölzer, ne? Tja... Dank dem hatten ich wir die ganze Woche vor zu tun. Der Nase doch nichts in Brand. Und nicht zu vergessen, unser guter Freund Herr, der alte Kerl. Okay, zwar nicht direkt, aber vielleicht dann hier? Kann ich hier was in Brand setzen? Das wollte ich schon immer mal machen. Das ging ja mal voll in die Hose. Da strömt scheinbar Gas aus. Kann ich das vielleicht hier irgendwie... Kann ich das jetzt nicht irgendwo vielleicht reinlegen, wenn da jetzt Gas ausströmt? Okay. Das läuft doch. Aber was könnte ich jetzt... Oder in der Mikro? Boah, das wäre aber schon bitter, ne? Schade eigentlich. Ich glaube, das war da schon ganz gut. Und da muss ich gucken, wie ich irgendwie... Ich brauche doch dann irgendwie eine Lunte oder so. Weil wenn ich keine Lunte habe, da kann ich ja jetzt nicht einfach dran ansetzen, oder? Oh oh. Oh nein! Was zur Hölle war das? Ach, nichts. Nur Blähung. Mein Magen war die letzten Tage etwas verstimmt. Großer Gott! Du solltest mal zum Arzt damit gehen. Ich weiß. Okay, sei einfach still. Zwing uns nicht, dich an die Leiche deines Freundes zu ketten. Wäre das nicht etwas grausam, Alter? Hey, schon verstanden. Ich bin ganz ruhig, versprochen. Fuck! All der Ärger für eine blöde Gabel? Gott, ich hoffe, die wird wenigstens noch mal nützlich. Boah, der hat eine Gabel im Kopf gehabt. Aber sehr gut, der hat eine... Boah. Toll, jetzt habe ich echt eine Gabel. Was soll ich... Das muss ich... Oh Gott. Das muss ich doch nicht aufgabeln. Ja, aber jetzt mal wirklich, den ganzen Hickhack für eine Gabel? Boah. Kann ich vielleicht Matt als Kratzeis benutzen? Das muss ich doch nicht aufgabeln. Nein, okay. Und hier die Füße und so kann ich auch alles nicht. Auf all die armen Bastarde, die den Januar durch Selbstmord zum besten aller Monate machen. Wofür eine Gabel? Und auf all die verdammten Säufer, die jedes Wochenende freiwillig in der Leichenhalle enden. Bei Pauschal würde ich ja jetzt sagen, die Gabel ist super wichtig, weil und ich die jetzt gefunden habe. Und auf den Irren von letzter habe. Woche, der das mit seiner AK-47 auf den Glockenturm geklettert ist. War hier nicht... Tja, das muss ich doch dank dem hatten wir die ganze Woche zu tun. Oh, und nicht zu vergessen, unser guter Freund Al,
Der alte Kerl, der toll. Alle im Altersheim vergiftet hat. Wie konnte ich den nur vergessen? Kann ich jetzt vielleicht den Begleiterkubus nehmen? Nehmen den alten Kubus nicht mit, der hat genug gelitten. Und dann war da noch dieser Typ, dem sein Wasserkocher um die Ohren geflogen ist, oder? Ja, tot. Vorgestern draufgegangen. Ja, ich fasse Matts Bilder nicht an. Dann auf seine Gesundheit. Seine Gesundheit? So exklusiv sind die nun auch. Daneben sein Andenken. Egal, er kann uns eh nicht Flipperautomat, wegen dem Spiel. Fang gar nicht erst damit vielleicht an, Ted. Ist da wir drin ja eine Münze. Wir sollten den Geist von dem Typen erwähnen, der gestern das bei Claytons ins Gras gebissen hat. Im Ernst, lass es. Wir trinken einfach nur auf den armen gefrorenen Teufel hier, okay? Okay, auf den Gefrorenen. Auf den Gefrorenen. Dieses Sofa hat schon viel... Ich wollte nicht das Sofa, ich wollte... Ach, ihn kann ich gar nicht. Ja. Oder doch, da, Ted. Der hat noch auf kein all die armen Bastarde, die den Januar durch Selbstmord zum besten aller Monate... Boah, dieses... Oh, ich muss da echt mal kurz weg. Dieses Gelaber geht mir echt auf den Zeiger. Sieht etwas lockerer aus. Ich krieg ihn noch nicht ab. Ja, das könnte ich dann vielleicht mit der Gabel machen. Das muss ich doch nicht... Sieht etwas lockerer aus. Ich krieg ihn noch nicht ab. Ja, oder mein Hammer. Ich hab doch einen Hammer. Das wäre ja logisch. Der ist schon spröde und ich will ihn nicht kaputt machen. Was? Muss. Aber der würde... Jetzt ist ein kleiner Riss drin. Der würde den aber nehmen. Anscheinend. Hammer ist zu viel. Gabel ist zu viel. Mit meinem Lichtschwert? Es gibt kein... Ja, ich weiß es doch gerade auch nicht. Also den Hammer nimmt er auf jeden Fall nicht. Wäre ich doch mal direkt zum meinem Chefe gegangen. Aber gut, der Feuerlöscher. Der ist schon spröde und ich will ihn nicht kaputt machen. Mist. Vor allem, warum sollte man den haben wollen? Das ist mir bis jetzt noch recht schleierhaft. Lieber nicht. Aber ist egal. Ich werde das schon herausfinden. Die Zeitung, ein Pylone. Kann ich vielleicht ein Pylone drüber stülpen? Und ich glaube nicht, dass das was bringt. Na, dann hätte ich den nämlich hier so drüber gepackt und oben drauf gekloppt. Also so würde ich das machen, wenn ich das unbedingt haben wollen würde. Ja, genau. Ah, herrlich. Ja, und jetzt habe ich hier Spitze vom Stalagnit. Die Spitze des Tropfsteins. Sieht hart wie Diamant aus. Aber was soll ich denn damit machen? Soll ich hier irgendwie durchs Fenster? Fensterschneider? Echt jetzt? Nein, echt? Laber nicht. Tatsache. Damit habe ich jetzt, naja, teilweise, also nicht so wirklich, nein, eigentlich überhaupt gar nicht damit gerechnet. Aber vollkommen in Ordnung, würde ich mal sagen, oder? Gut, wir sind aus Matts Wohnung entkommen, bedanke mich fürs Zuschauen. Und wir werden schauen, wie wir dann, was diese, wer vor allem diese zwei komischen... Silent Bob und Jay, also wer Silent Bob und Jay sind, wie unser Chef Phil auf das Zuckerschnecken-Superheft reagieren wird, wie die Sci-Fi-Convention ist, ob sich unser netter Charles Goodman, Codename Charlie, wieder beruhigt hat von unserer kleinen Thunfisch-Attacke. Und wir sehen uns dann morgen wieder. Euer Gabro. Ciao.